und unser Land scheint es gut zu gehen. Doch dafür fließen anders von Blut und Tränen. Ich versuche mich von den Fesseln zu befreien. Ich weiß nicht, wie doch es ist an der Zeit. Stunde, ihr Haare, an die wahre Liebe glauben wir. Schönen guten Morgen, und zwar heute haben wir den 17.8., also heute geht es zu Gamescom. Die läuft ja aktuell heute schon für die Privatbesucher oder für die Fachbesucher sozusagen. Und ja, morgen geht es dann richtig los. Also wenn ihr das Video schon seht, ist es dann eben schon längst vorbei wieder. Also ein paar Tage dann mindestens, bis Sonntag 20 Uhr ist ja die Gamescom. Wir sind heute dahin unterwegs, natürlich wieder mit dem wunderschönen Postbus und ja, eine 11-Stunden-Fahrt, die uns bevorsteht, und mal sehen, ob wir wieder Verspätung haben werden etc. und dann ein paar Impressionen aus der Gamescom hier mit einfließen lassen oder euch zeigen, sagen wir es mal so. Also wir sehen uns. Da sind wir wieder zurück, und zwar wir haben es geschafft, mit sage und schreibe eine Stunde Verspätung mit dem sogenannten Postbus endlich angekommen. Nun sind wir hier in dem Hotel Rubin, nennt sich das. Und ja, habe mir das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, aber ihr könnt das mal selber so sehen. Das ist eigentlich praktisch der Schlafraum oder Schlafzimmerchen und dann hier der wunderschöne Fernseher. Mehr gibt es leider nicht. Ja gut, aber was will man verlangen? Es ist ja nicht gerade, ich sage jetzt mal, ein 4-Sterne-Hotel. Dann zum Bad ist eigentlich die relativ größere Überraschung. Es ist weit auch nicht gerade das Größte. Also wenn man sich jetzt hier dreht, seht ihr das. Hier das, wo die wunderschöne Dusche ist. Und dann hier, ja gut, die Toilette, die muss natürlich keiner sehen. Also das ist wirklich so ein kleines Kämmerchen. Und mehr gibt es hier leider auch nicht in dem Hotel zu sehen. Dann hätte man vielleicht schon auch doch eventuell, was soll das sein? Ich glaube, das war das Standardzimmer. Dann gab es dann noch die etwas günstigere Variante, aber die waren natürlich alle schon weg. Und dann gibt es natürlich das, wie nennt man das? Das Exzellente oder Excellence oder Excellence-Zimmer oder so. Irgendwie jedenfalls ein Upgrade. Das sollte natürlich noch ein bisschen besser sein. Aber naja, was stört mich allerdings hier? Das ist mehr oder weniger der Geruch. Also wenn man hier die Schränke öffnet, vor allem diesen wunderschönen Holzschrank, der... ja, da kommt ein Geruch raus, das ist antike Möbel von 1950, keine Ahnung, oder seit wann die sind. Die sind auf jeden Fall relativ sehr alt. Morgen geht's dann zur Gamescom. Wir haben es jetzt mittlerweile knapp um 1 rum, also 6-7 Stunden Schlaf, und dann geht es dann wieder los. Von hier sind das mit zum Fuß, also ich bin jetzt mit Fuß hierher gelaufen, knappe 20 Minuten, also auf der Karte sieht das natürlich immer ein bisschen anders aus. Da könnte man denken, das ist fast neben dem Bahnhof. So ist es eben deutlich weiter. Das waren knappe so 1,5 Kilometer, und da läuft man doch schon ein ganzes Stück. Und ja, morgen fahren wir natürlich mit der Straßenbahn. Die hält hier genau vor der Tür. Ich habe natürlich auch einen wunderschönen Ausblick, der leider jetzt ein bisschen zugehangen ist. Also ihr seht das, hier sind die, sieht man das, die Rollos unten. Also oh ja, da kann man eben nicht viel ja, machen, beziehungsweise rausgucken. Hier gibt es keinen Balkon oder sonst was. Also wie gesagt, da hätte man schon vielleicht ein besseres Hotel nehmen sollen. 4 Sterne, 3 Sterne oder was auch immer. Ich weiß jetzt selbst gar nicht, was es für ein Sternhotel ist, ob das überhaupt eins ist. Und da hätte man vielleicht einen Balkon haben können und vielleicht einen besseren Ausblick, weil das ist genau das Fenster zur Straße, zur Hauptstraße, und da verkehrt ja auch die Straßenbahn. Das geht dann morgen 4:30 los, das Gerammel. Und ich bin gespannt, ob ich da auch schlafen kann. Ja, das war's erstmal von diesem Zimmer oder von unserem Hotel hier in, wie nennt sich das Hotel? Rubin. So wird's ja genannt, Hotel Rubin. Wer mal hier war, kennt vielleicht die Gegebenheiten, den Aufbau und so weiter. Ansonsten sehen wir uns morgen auf der Gamescom dann wieder. Ich sag erstmal gute Nacht und bis dann. Wir sind auf dem Weg zur Gamescom. Ja, klares Wetter, wunderbar, besser kann man es nicht haben. Wenn man noch überlegt, gestern zum Früh waren das 11 Grad und extrem bewölkt. Also, und heute sieht das alles schon wieder ein bisschen anders aus.
Ja, das Einzige, was jetzt gefasst machen darf, wie voll die Züge sein werden, da es ja zur Gamescom immer diese sogenannten Sonderzüge geben wird, die zur Messe fahren. Und ja, Sitzplatz ist dann wieder die Frage, ob man das finden wird. Ich werde mich dann, wie gesagt, von der Gamescom auch melden, beziehungsweise euch was zeigen, sobald ich hoffentlich reinkomme, da man ja mit Rucksack da nicht reinkommen soll, beziehungsweise den Rucksack zu Hause lassen. Aber ja, ich kann ja schlecht mein ganzes Inventar zu Hause lassen und alles in die Taschen packen, beziehungsweise im Hotel lassen. Deswegen werden wir dann sehen, wie das da so weiterläuft. Seitens der FBI. Der Hintergrund ist eigentlich zusammen mit den Pläne,
sehen, dass das Fahrzeug reingeht und finanziell aus meinem Fahrzeug dabei rauskommt. Das eigentlich ist kostengünstig und dass die Vergleichbarkeit der verschiedenen Hersteller einfach gegeben ist. Generell sollte man zu den aktuellen Fahrzeugen der GT3-Klasse sagen, dass es eine mit 100 Fahrzeugen ist. Das ist jetzt eine weitere Spur bei der Schau. Thank you.
schön. Ich habe einen Song dabei. Mit meinem gut aussehenden großen Bruder. Ein, zwei, drei. Erstmal von der Gamescom bzw. von dem Jahr 2016 her. Ich hoffe, ein paar Eindrücke könnt ihr da gewinnen, auch wenn das jetzt nicht gerade sehr viel war, was ich da zeigen konnte, weil es war wirklich dermaßen so voll, dass man da eine Kamera halten konnte, einen ruhigen in der Hand, also ohne dass jemand ihn anrempelt und was auch immer. Ist schon ein bisschen heftig gewesen. Dann auch, ja, kann man noch ein paar andere Probleme, die werde ich dann aber euch dann nochmal, oder werde ich dann nochmal, wenn ich im Hotel bin, nochmal erklären. Dann mache ich nochmal ein Video dazu. Also ist ja komplett um ein Video hier. Weil dann werde ich euch mal erzählen, was mir so beziehungsweise hier nicht so gefallen hat. Von rein von der Veranstaltung her ist es okay, aber es wird, ich sage mal, von Jahr für Jahr nicht besser. Von Teil sogar eher immer schlechter, aber wie gesagt, das werde ich euch dann im Hotel erzählen. Ich bin jetzt erstmal wieder auf dem Heimweg bzw. ins Hotel zurück, das ist ja auch eine Stunde. Ich überlege jetzt noch, ob ich in Köln einen kurzen Besuch abstatte und dann auf dem Weg mich wieder nach Düsseldorf ins Hotel mache. Ja, wieder zurück im Hotel, wie man unschwer sehen kann. Und zwar habe ich ja gesagt, ich wollte mich nochmal melden bzw. dazu mal was sagen zu der ganzen Gamescom-Geschichte, die ich jetzt war. Also ich war ja seit ungefähr 4 Stunden dort gewesen, habe dort mehr oder weniger alle Hallen, denke ich mal, abgegrast bzw. versucht da durchzukommen, weil es war wirklich so voll gewesen. Ich bin mehr oder weniger von einer Halle in die andere Halle durchgedrängt worden oder durchgedrückt worden, da dort eben sehr viele Leute waren. Das muss man sagen, es ist heute Donnerstag, also wenn es dann am Wochenende noch mal ein bisschen mehr ist, weil da ist ja keine Schule, da haben vielleicht auch manche mehr frei. Oder am Urlaub, wie auch immer, von den arbeitenden Leuten her, die werden dann, glaube ich, dort, sagen wir mal, reingestopft und auf der anderen Seite wieder rausgestopft. Und so ging es mir heute eigentlich am diesen Donnerstag. Und ja, was konnte man sehen? Im Prinzip konnte man die Stände sehen. Logischerweise konnte man die sehen. Man hat PlayStation gehabt, hat Konami und was es da noch alles gab. Ich weiß, mir fallen jetzt gar nicht alles ein. Wie, glaube ich, auch noch. Was gibt es noch für Konsolen? Xbox, logischerweise. Also diese Stände hat man gesehen. Man hat auch diverse verschiedene Publisher gesehen, wie zum Beispiel, jetzt muss ich selber mal überlegen, Astragon war das gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten vergibt mir, ich weiß es nicht mehr, weil ich kam auch unschwer dort durch das ganze Gedränge dort irgendwie überhaupt zum Film, weil mir ja auch eins aufgefallen ist und mehr oder weniger mir dann auch den Spaß an der Gamescom überhaupt noch zu besuchen hat weggenommen. Das war jetzt so vielleicht auch, sag ich mal, jetzt vielleicht nicht ein Versehen oder so von mir, sondern mehr oder weniger von den ganzen Veranstaltern her. Und zwar rennt ja jeder mit so einer Kamera rum wie ich, beziehungsweise haben vielleicht nicht eine, so eine einfache Kamera, das ist ja bloß so eine Ligria Mini X, wie die sich nennt. Und die sind da schon, da sind schon manche wirklich mit einem richtiges, wie nennt man das, digitalen Kamera, Spiegelreflexkamera mit Objektiv und Mikrofon dran und Licht und so weiter da rumgerannt und haben dort aufgenommen. Ja, und ausgerechnet ich stelle mich da an meinen Stand, wollte da eigentlich was aufnehmen, beziehungsweise kurz das Filmen, weil man kommt erstens
kaum noch irgendwo rein, ohne sich anstellen zu müssen. Also dafür gibt es dann diese schönen Altersbändchen. Ich habe es mir gespart, weil erstmal stand eine Kilometerschlange nur für diese Altersbändchen. Also habe ich mir gedacht, gehe erst rein und guck dann. Aber wo ich dann gesehen habe, da muss man wirklich anstehen, nur um ein Spiel zu sehen oder vielleicht mal zu testen. Finde ich relativ Quatsch. Man will das Spiel ja auch mal selber so sehen von der Optik her. Und wenn das dann alles in so einer quadratischen Schachtel abgeschirmt ist und man sich anstellen muss, von der Wartezeit bis zu 3 Stunden, glaube ich, macht das für normale Besucher wie mich eventuell oder für andere da gar keinen Sinn reinzugehen oder die überhaupt noch zu besuchen. Ja, jedenfalls habe ich dort auf so einer öffentlichen Fläche, die mal nicht abgesperrt war, es war auch jetzt kein, ich sage jetzt einfach mal Ü18-Spiel oder wie man da, oder USK-18-Spiel oder sonst was mit irgendwelchen Blutspritzern oder Kampfszenen, wie auch immer. Es war einfach ein ganz normales, ich nenne es jetzt bald schon mal so ein normales Genre, Familiengenre-Spiel, was man da spielen konnte. Und ja, ich habe da ungefähr eine Minute gefilmt, wurde dann mehr oder weniger von dem Veranstalter her oder von dem Publisher, der dort war, oder von den, ich weiß gar nicht, wie man die jetzt nennt, das ist mir, ich bin einfach nur fix und fertig. Auf jeden Fall wurde ich auf dem Rücken angetippt. Ich wusste erst gar nicht, ob das jetzt aus Versehen war. Dann war da nochmal ein Antippen gewesen, dann habe ich mich umgedreht. Stand dann so eine junge Dame vor mir oder hinter mir beziehungsweise und sagte, wenn du filmen willst, nur 10 Sekunden oder irgendwas mit Overwatch. Jetzt klärt mich nicht auf, was Overwatch heißt, ich weiß es jetzt selber nicht. Wahrscheinlich über der Zeit. Irgendwas mit Lizenz hat sie geredet auf jeden Fall. Ja, dazu habe ich dann bloß ihr gesagt, dass es mir leid tut. Ich das nicht weiß, und sie sagte dann eben bloß, ja, ist okay, aber auf jeden Fall kannst du filmen, allerdings eben bloß in 10 Sekunden oder wenn du jetzt irgendwie dieses sogenannte Overwatch hast, braucht man eine Lizenz dafür. Das heißt wahrscheinlich, ich müsste mich bei diesem Publisher oder den Aussteller, der da ist, schriftlich vorher anmelden und mir eine Lizenz geben, dass ich da filmen darf. Wobei ich mich dann echt frage, ich habe hier, das ist eine einfache kleine Kamera, die ist nicht irgendwie, keine Ahnung, sonst was für eine hochauflösende Kamera. Ich sag mal, das ist fürs Vloggen geeignet und mal für kurze Videofilme oder beziehungsweise für draußen oder irgendwas zum Aufnehmen reicht die komplett aus. Aber es ist ja jetzt nun keine extreme Spiegelreflexkamera mit irgendwelchen Objektiven, Licht und was es da noch gibt, ein Mikrofon. Ja, und man wurde darauf eben so angesprochen, dass man das nicht darf. Und das ist mir dann bei der dann eben draufgefallen, also beziehungsweise sie hat es mir dann gesagt, da war ich ja schon mal in dem Sinne eigentlich auch ein bisschen satt gewesen, weil ich mir dachte, ja okay, ich renne hier mit so einer Kleinen rum, dann habe ich hier so ein Mini-Stativ in der Hand, so ein biegsames, das ist vielleicht 20 cm lang, und ja, bin dann eben rumgegangen und habe dann mehr oder weniger gesehen, selbst bei diesen abgesperrten Dingern standen dann immer vor dem Eingang Fotos und Film verboten. Also ich frage mich eigentlich, was überhaupt noch diese Gamescom für einen Sinn bringt. Weil viele, ja logisch, diese ganze YouTube-Welt ist groß geworden mit diesen ganzen Filmen und jeder will das Neueste zeigen, das Beste, wie auch immer, keine Ahnung. Und aber für jemanden Normalen, der ganz normal jetzt mal seine Erlebnisse da aufnehmen will oder beziehungsweise das filmen will, vielleicht geht er auch da rein in diesen Absperrbereich und will sich einfach nur filmen. Da nimmt man logischerweise auch ein paar Szenen auf vom Spiel, aber wenn man das dann schon nicht mehr darf, wo hat man dann noch seine Erlebnisse, die man da hat? Also da ist irgendwie, würde ich mal sagen, diese ganze kommerzielle Mist dazu, der da kommt, haben die da große Angst, dass man da irgendwie vielleicht dadurch irgendwelche Gewinne erzielt. Also vielleicht jetzt wie ich, die denken jetzt wahrscheinlich, ich stelle das, was ich ja logischerweise mache, ich stelle das Video hier auf YouTube, und die denken dann wahrscheinlich, oh mein Gott, durch sein Video oder durch ihr Video bekommt er jetzt dadurch Aufrufe, Abonnenten, Millionen Klicks, und ich verdiene hier dran. Aber ich will ja daran, Anführungszeichen, nicht verdienen. Jetzt wollen wir nicht mit diesen Verdienen reden, aber man, logischerweise, wenn man ein Video reinstellt, da kommen Aufrufe zustande und man verdient was. Aber es ist dann sowieso erst bei 1000, 2000 Klicks oder so oder wie auch immer, oder durch Abonnenten, die, oder durch Likes und was auch immer. Aber man hat, wie gesagt, dort keine Möglichkeit mehr, da überhaupt noch irgendwie mit einer Kamera selbst in diesen abgesperrten Bereichen da was zu filmen.
ganz speziell sogar bei Sony, da war alles ja im Prinzip eigentlich alles öffentlich gewesen. Und man hat dann aber an der Seite von den Säulen dort oder von diesem von dem Aufbau her dann wieder Schilder gesehen, Film und Fotos verboten. Ne? Also da fragt man sich, warum geht man zur Gamescom, wenn man jetzt mit einer Familie ist, die dort ihre Erlebnisse behalten will, die jetzt, sag ich mal, vielleicht ein 55-Jähriger, der wird nie und nimmer auf die Idee eventuell kommen, sich bei YouTube anzumelden und vielleicht Gaming-Videos zu machen oder Vlogs zu drehen oder wie auch immer. Der will das einfach für sich zu Hause nehmen, für seine Familie, weil er ein kleines Kind hat, Tochter, Sohn, wie auch immer, vielleicht später auch mal seine Enkel zu zeigen, wo er war, wo er vielleicht mal mitgemacht hat, wo er vielleicht stolz sein drauf kann. Aber selbst dieses Erlebnis, sag ich mal, bleibt den Leuten dann verwehrt, indem man dort ja eigentlich gar nichts mehr machen darf. Also man ist jetzt im Prinzip derjenige los, der dort hingeht, sich diesen Eintritt, den Eintritt da bezahlt von 13 bis 16,50 €. Also 13,50 bis 16,50 €, 13,50 € war der Vorbesteller, 16,50 € die Tageskasse. Und Sonntag ist, glaube ich, noch teurer, 3 € mehr. Ja, man bezahlt das. Und die ganze Masse finanziert dadurch ja logischerweise diese Veranstalter, die dann auch, sag ich mal, ihre Geschenke da verteilen. Das ist ja auch immer sowas, wo ich sage, muss ich das haben oder nicht? Es gibt viele Leute, die dort stehen, habt ihr vielleicht in Videos gesehen, die sich da vielleicht über den Haufen rammeln, nur um, ich sag jetzt einmal hier so einen Pottlappen zu bekommen, den man dort geschenkt bekommt. Die Kenner, Freund und Feinde nicht mehr. Das ist denen dann egal, ob da sein bester Freund da ist. Die würden sich kloppen um dieses T-Shirt oder um irgendeinen anderen Lappen, den man da bekommt. Auf jeden Fall, diese ganze Gamescom, die entwickelt sich, finde ich, meines Erachtens, ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht seid ihr ja so diejenigen, ich finde die toll, aber ich finde, seit eigentlich die in Leipzig war, also in meiner Nähe war, ich komme ja aus Sachsen, fand ich das im Prinzip noch ein Stück viel offener, freundlicher und herzlicher. Und man ist dort eigentlich auf den Leuten zugekommen, indem man gesagt hat, ja, filme mal und dann ist gut. Ne? Also dann hat ja auch dadurch derjenige Publisher oder der Veranstalter davon auch seine Werbung gemacht. In dem Sinne, wenn derjenige zeigt, oh, einen Ausschnitt von, weiß nicht, von Battlefield, was es früher gab, dafür, was für eine Folge, keine Ahnung, das hat man dann gezeigt. Der hat dadurch ja auch seine Kunden, ich sag jetzt mal einfach im Inoffiziellen gewonnen, indem anderer die Videos gezeigt hat und die dann die Leute gesagt haben, oh, tolles Video, geiles Spiel, kaufe ich mir. Heute kommt man dahin, man darf nicht mehr das, man darf nicht mehr dies, man darf nicht mehr jenes. Also, wo bleibt eigentlich noch der Anreiz, in die Gamescom zu gehen? Und das ist ja meine ganz große, sage ich jetzt einfach mal, Überlegung überhaupt noch, das Jahr 2017 die Gamescom in Köln zu besuchen. Also, ich habe jetzt durch diese Aktion, sage ich jetzt mal, schon vielleicht ja auch unbeabsichtigt von der Person, beziehungsweise eben ja bloß hingewiesen, sagen wir es mal, aber man wird dadurch, ich sage mal, einfach mal ein bisschen desmotiviert oder nicht mehr so motiviert, dass man hingeht, man kann dort was Schönes zeigen oder euch was zeigen, wenn man jetzt eben gar nichts mehr darf, warum geht man da hin? Man hat das zwar alles in Erinnerung, aber für später kann ich niemand mehr was zeigen, was ich da habe. Ich kann vielleicht ein paar Bilder machen, die keiner sieht, sag ich mal, in dem Sinne. Aber was habe ich davon, wenn ich dann irgendwelche versteckte Bilder machen darf, um später als meinen Enkeln, Kinder, was auch immer, zu zeigen. Und ja, das ist eben, finde ich, vom Vorjahr noch ein Stück schlimmer wie die ganzen Jahre davor. Ich bin wirklich in der Überlegung, 2017 komplett wegzulassen. Da spare ich wirklich lieber für den Urlaub und verzichte eben auf der Gamescom, aber es wird ja nicht besser. Wie gesagt, es war vorher ja schon so ein Stück schlimm, dass da viele Bereiche abgetrennt wurden, also eingerahmt wurden, dass man da nicht reingucken konnte, man sich eben anstellen musste, man und was auch immer, aber jetzt macht das ja jeder Veranstalter nach. Also jedes Spiel, was vielleicht mal 16 und 18 war, komplett zugemauert und dann musst du da reingehen oder dich da anstellen, um da zu spielen. Ich will ja gar nicht spielen, ich will ja bloß das Spiel sehen. Aber wenn ich das Spiel nicht sehe, was bringt mir dann zur Gamescom zu gehen? Das ist ja das, was ich meine. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen verstehen, was ich jetzt sage. Auch das Video jetzt zum Schluss geht 16 oder 17 Minuten. Vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn ich das jetzt ein bisschen trennen werde, wie auch immer. Ansonsten, ich werde das alles, oder habe das dann alles in einem kompletten Video gemacht.
Ich hoffe, euch hat das dann so ein bisschen gefallen oder wie auch immer. Wenn nicht, könnt ihr einfach das hier unten in den Kommentaren reinschreiben, ob euch das gefallen hat oder nicht. Ansonsten, für alle, die es gefallen hat, Daumen nach oben. Und für alle, die neu zugeschaltet haben und sich interessieren für meinen Kanal, könnt ihr mich abonnieren, würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns zu den ganz normalen Let's Plays wieder. Dies wieder von Montag bis Mittwoch und Samstag bis Sonntag geben wird. Ja, dann bedanke ich mich hier aus Düsseldorf und aus Köln für den Aufenthalt oder beziehungsweise nochmal an diesem Hotel hier das Dankeschön. Also Zimmer ganz okay. Wie gesagt, ich habe nicht ein Nobelzimmer bestellt oder ein Nobelhotel gebucht. Komplett zufrieden. Ich werde hier bloß übernachten und nicht hausen. An die nochmal ein Dankeschön, an dieses Rubin Hotel, wie man das nennt. Und ja, Köln Gamescom. Einerseits okay, auf der anderen Seite sage ich einfach mal ein dicker, fetter Flop für Familie und ja, Kinder ist es eigentlich relativ noch sinnlos dahin zu gehen. Ja, das war's dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen oder selbst eure Meinung mal zu Gamescom mir nennen wollt, schreibt die hier unten rein, würde ich mich freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Urlaub, schöne Ferien noch, wie auch immer und tschüss.